Hallo und herzlich willkommen zurück bei Darkest Dungeon. Was machen wir heute? Wir wollen heute mal ein bisschen zügig machen. Also, Kamarov hier. Wir machen erstmal Stress abbauen. 45, 43, 40. Diese drei hier hätten Stress, der abzubauen wäre. Kamarov hat zusätzlich noch eine Krankheit, und zwar zwei Stück an der Zahl. Und die sind beide katastrophal. Also hier einmal Abzüge auf alles Mögliche. Und einmal 30% zusätzlicher Stressschaden können wir auf gar keinen Fall lassen, und zwar beides nicht. Von daher geht's hier ab in die Krankenabteilung. Ich würde sagen, wir gucken, ob wir die vorher potenziell noch. Ja, können wir tatsächlich. Kaufen wir uns gerne. Dann wird es nochmal günstiger. Vor den Stressschaden, den wir auf gar keinen Fall haben. Ist sonst noch jemand krank? Ja, tatsächlich, Desron wäre noch krank. Der hat noch eine Darmkolik. Die ist jetzt nicht brachial wichtig, aber wo wir schon mal dabei sind und ein bisschen Geld auch gerade haben, werden wir auch die behandeln. Und dann haben wir noch mit Beredung und Lago zwei Leute mit Blutfluch im Stress. Blutrünstig, darf nicht meditieren, will nur gegeißelt werden. Das ist klar, dann ist ja doch schon mal klar, was wir machen. Und Lago, wir gucken einfach mal, der will nur beten. Auch das darf er tun. Aschbenner 37, ich finde, die kann eigentlich noch mal an den Feind. So. Außerdem, wie gesagt, wir haben ein bisschen Geld. Wir schauen mal, ob wir beim Schmied noch was tun können. Ah, die Rüstungsschmiede haben wir immer noch nicht voll. Da brauchen wir 44, also sprich noch 15 für. 15 ist nicht so viel. Vielleicht gehen wir die einfach gleich mal gezielt suchen. Aber die Gilde, da waren wir fertig mit, wenn ich mich recht entsinne. Ja, 100% Gildenaufstufung. Haben wir da noch Leute? Oh ja, da haben wir doch jede Menge Leute, die was brauchen. Also Aschbenner. Ah, will ich eigentlich noch nicht gerade. Ach komm, machen wir die. Was benutzt sie, was benutzt sie nicht? Also sie benutzt auf jeden Fall jeden Adrenalinschub. Sie benutzt Ausbluten. Sie benutzt der, wenn es blutet. Und sie benutzt den eisernen Schwan. Und den Rest lassen wir erstmal offen. Und das war jetzt schon relativ teuer. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es dabei bewenden. Was machen wir heute? Also zur Erinnerung, Labyrinth waren wir bosstechnisch durch. Im Wald ist das Dingen heute, da habe ich keine Lust zu. Also versuchen wir es doch mal in den Ruinen. Kurze Lehrlingsquest, ehrlich gesagt, auch gar nicht mal so schlecht. Nee, so will ich das haben. Hätten wir denn genug Lehrlinge? Nein, haben wir nicht. Wir haben tatsächlich einen Lehrling weniger, als wir benötigen. Was können wir denn hier machen? Ich meine, irgendjemand war uns neulich verreckt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, eine Vestalin ist uns verreckt, die gute Eutropia. Ansonsten haben wir alle drin, die wir im Moment brauchen. Haben wir denn eine? Wir haben zumindest überhaupt mal eine Vestalin da, aber die ist Level 0, die will ich eigentlich nicht. An höher gelevelten Charakteren gibt es hier ein Kopfgeld, ja, den brauchen wir wirklich gar nicht. Und von daher verabschiede ich mich ehrlich gesagt hier mal von, dass wir jetzt eine Lehrlingsquest machen, weil dafür müsste ich jetzt wirklich extra einen neuen Lehrling anschaffen. 1, 2, 3, nee, das passt leider nicht. Ich hatte auch noch, es gibt noch so ein Achievement, das hätte ich gerne mit euch zusammen gemacht. Und zwar, wenn man in den dunkelsten Dungeon geht und eine Level 0-Truppe mitnimmt. Allerdings habe ich nur drei Slots offen. Das heißt, dafür müsste noch irgendjemand mal irgendwann sterben, damit wir wieder vier Slots frei haben. Sonst müsste ich jemanden kündigen, der es vielleicht gar nicht verdient hat. Lange, ganz lange Rede heute. Kurzer Sinn. Das ist auch eine mittlere Lehrlingsquest, also sprich, das fällt aus. Dann könnten wir in den Ruinen noch weiter pushen, indem wir eine lange Expertenquest machen. Ganz ehrlich, lange Quests haben sich einfach nicht bewährt bei mir. Die kommen nicht da aus, wo wir sie gerne hätten. Sprich, wir kommen nicht durch die Dungeons durch. Also wir sammeln immer Loot ohne Ende, aber das eigentliche Ziel, was wir haben, nämlich Erfahrungspunkte generieren und den Level hochskillen, funktioniert selten. Ja, also hier gibt es nur Lehrling, da geht es nur Lehrling, da sind wir eigentlich fertig und hier ist das Ding von den Sternen. Ich würde sagen, dann ist es heute mal das Ding von den Sternen. Wir haben eine kurze Veteranenquest. Kurz ist sehr, sehr schön. Da gibt es irgendeinen Mist für, aber das wäre auf jeden Fall, eigentlich will ich Urkunden haben. Gibt es aber bei keiner dieser Quests, also machen wir die oder machen wir doch eine mittlere. Büsten. Abwehr, Max LP. Ist natürlich auch gut.
nicht so gut, okay. 4500, 6700. Achso, das sind Experten. Die Veteranen hätte ich schon gerne. Sonnenschein im Dickicht gibt es hier. Ah, ne, da, hier, das ist so ein Ding, wo man das Inventar voll gemacht kriegt mit irgendwelchem Zeug. Okay, komm, wir machen jetzt einfach die kurze Veteranen-Quest und versuchen da unsere Jungs hochzuleveln, die das noch nicht sind. Macy und Pippin wären das. Dürften auch stehen, wie sie wollen. Dann brauche ich auf Level 4 irgendeine Form von Heilpower. Ja, und da wird es nämlich schon kompliziert. Haben wir gar nicht. Also doch, Macy kann ein bisschen heilen, Pippin kann ein bisschen heilen. Dann machen wir ranged nur die DPS einfach. Und zwar mit Quotisch und über Durak. Ja, mit dem Durak. Und können wir überhaupt noch auf die 4 stellen? Da gibt es gar nicht mehr so viel, ne? Ja, wir haben hier echte Schwierigkeiten, überhaupt unser Roster zu füllen, weil wir für Position 4 alle hier oben oder tot haben. Alle unsere Guten sind Veteranen schon. Was ist denn mit Bonhard? Der kann eigentlich auch nichts von der 4 aus machen, oder? Der kann sich halt verwandeln. Boah, ist aber blöd. Sturm steht da auch bloß rum, ne? Bestrafen, Trauerregen, das geht also von hinten. Ja, der könnte sich da ganz hinstellen, einfach nur stumpf heilen, aber irgendjemand müsste ja vielleicht auch den Gegner töten. Insbesondere, wenn wir gegen das Ding von den Sternen ziehen. Nee, ich fürchte, wir wechseln den Plan nochmal, auch wenn es ein bisschen nervt jetzt. Kurzer Veteran wäre gut. Kurze, ja, hier, kurzer Experte. Tja, wäre hier im Labyrinth wirklich unnütz eigentlich. Aber alternativlos gerade, würde ich sagen. Wir machen das oder wir machen eine mittlere Expertenquest. Nein, wir machen eine kurze Expertenquest und versuchen mal ein paar Experten dabei zu leveln. Hier gibt es auch 6 Urkunden, das ist doch vielleicht gar nicht so übel. So, wen leveln wir? Wir wollen eigentlich hier mit Kartep mal weiterkommen, wegen der Träume auch. Brutale Gewalt. So, angenommen ein Kartep-Traum kommt, dann wäre toll, wenn wir Gift heilen könnten. Also Smog oder Ugimo, die beide gleichermaßen am Start sind. Ich würde sagen, wir nehmen Ugimo mit, der hat eh den Blutfluch auch. So, Margret macht mal Pause. Ich würde sagen, Lysatea, wenn wir hier ein bisschen mehr Loot noch haben wollen, wäre vielleicht nicht verkehrt. Und auf die zweite Position vielleicht jemanden, der so ein bisschen heilen kann. Ulfgar, der kann sich zumindest selber heilen. Ja, dann sei es so. Dann machen wir hier so eine richtige Prügelmannschaft. Das war ein langer Auswahlprozess. Nahrung nehmen wir voll mit. Wir haben kaum irgendwas anderes. Ein Stack Fackeln wird reichen. Einen Schlüssel haben wir schon. Eine Schaufel. 48 Blut haben wir im Moment. Krass. Ich würde sagen, 2 davon nehmen wir mit. Es sei denn, irgendjemand hier hat. Er hat schon. Ne, die haben beide schon dahin siechend. Dann nehmen wir 4 Blut mit. Und wir sind im Dingsbums. Ja, genau, dann eine zweite. Eine zweite Heilkräuter brauchen wir eigentlich auch nicht. Komm, wir machen es günstig. Ins Labyrinth. Dann holen wir da auch noch ein bisschen mehr raus. Nebst den 8 Urkunden. Ne, 6 Urkunden gibt es. Bestimmt finden wir auch noch welche. 15 brauchen wir. Also, wenn wir 9 finden würden, 2 Stacks. Ist ja möglich. Perhaps we can slay them even faster. So. Auf ins Labyrinth, wo wir eigentlich überhaupt nicht hin wollten. Aber dafür ist es ein wirklich sehr, sehr kleines Labyrinth. So, da ist jemand Alkoholiker bei uns bestimmt, der das jetzt hier. Nein, will tatsächlich keiner. Okay. Könnte man mit Heilkräutern irgendwas machen. Ich weiß aber nicht mehr, was dieses Symbol hier bedeutet. Mondscheinfass. Ist denn irgendjemand Alkoholiker? Zeufer, ja, Ugimo, komm. Ugimo, schmeiß mal die Heilkräuter da rein, vielleicht heilt das dein Alkoholismus. Nein, nur eine Stärke in der Medizin. 30% Schaden bis zum Lagen. Ja, das hätte Ulfka sicherlich besser gebrauchen können. Da geht die erste Schaufel hin und da kommt ein Schweinedonnerer. Hört sich ein bisschen an, wie man da im Klo macht. Aber so ist es. So, wir werden durcheinander gewürfelt. Lässt sich aber zum Glück mit einer Bewegung von Lysatea schon wieder auf die Reihe bekommen. Und übrigens ein unersättlicher Ghoul, das ist auch der Maximal-Ghoul.
Generell heißt es hier auch aufpassen. Ne? Ihr erinnert euch an den Riesen, der uns beim letzten Mal so in Grund und Boden geschlagen hat, als wir mit der Expertentruppe unterwegs waren. Also durchaus jede Inkarnation von den Basisgegnern auf dieser Expertenstufe hier ist kein Spaß. Ich würde sagen, den bezaubern wir mal da hinten. Er setzt sich leider. Ausgewichen, oh je. Ja, ausreichend 26, das ist auch nicht wenig. Giftau-Widerstand gesenkt, das ist tatsächlich gut. Dann schmeißen wir da mal die Seuchengranate auf den Donnerer. Endlich nimmt er den Giftau. Okay, also irgendwann wird er daran sterben, aber er sollte definitiv vorher Schaden bekommen, dass das vielleicht früher eintritt, dieser Moment. Zumindest mal noch 3, idealerweise auch die vollen 9. Aber Ulfgars Problem ist das nicht. Ulfgars Problem ist, einen großen Fleischhaufen hier zu Boss zu schalten. Okay, und Kartepp löst es. Also, ja, war übrigens eine schlaue Idee, mit Kartepp hier reinzugehen, wegen der Quest und so. Nur doof, dass es eine kurze Quest ist, auf der man nicht rastet. Aber naja. Heilender Rauch. Warum nicht? Es ist jetzt nicht so, als würde Lysatier einen großen Beitrag leisten hier zum... Auch 23 Platten bloß. Spende des Todes mal direkt. Freut mich. Zum Glück haben wir verschiedene Möglichkeiten, um mit einer Heilung durchzukommen. Jetzt von keinem derer, die jetzt noch dran sind. Ich hoffe, dass der nicht in die nächste Runde unglücklich verreckt. Oh ne, zum Glück, wir sind durch. 14 Schaden kriegt er noch. Alles klar, dann können wir hier zumindest noch einen Heal drauf machen. Mehr gibt es leider nicht. Der ist auf jeden Fall dran, seucht auf jeden Fall weg. Und ihn kriege ich vorher nicht mehr, sprich, ich kann irgendwas machen. Und dann entscheide ich mich doch dafür, ihn zu erschlagen. So. Wir finden wieder Antiquitätsgedönse, weil dieser Tier am Start ist. Und wir gehen in die normale Gruppenreihenfolge und müssen mit Umgebung maximal essen, tatsächlich. Alles hier kann fürchterlich gefährlich sein. Die Antiquare, nein. Ein Teil des Fleisches scheint genießt. Das ist gut, schau mal. Jede Menge Essen gefunden, tatsächlich. Das ist gar nicht schlecht gerade. Und ein Stein ist ausreichend. Naja, das ist zumindest ein bisschen Geld wert. Passt schon was rein, ne? So, dann hier. Wurde bereits geplündert. Na toll, da hat man hier so eine Turbo-Antiquare und die viele Mix. Ist auch klar, ne? Wenn einer in eine Falle fällt und eine 3-3er-Blutung kriegt, dann natürlich, der da schon kein Leben mehr hat. Und, nichts essen kann im Moment. Und wir haben keine Verbände dabei. Ist also, läuft super für Gimo. Ich hoffe, dass ich das hier nicht recht wurde. Hier ist eine volle Schweinebande. Was haben wir hier? Ein Schweineschlechter, Schweineausweider, Donnerer und Rohling heißt der jetzt inzwischen. Schade, ich fand Abschaum viel schöner. Okay. Also, Priority Target. Ich würde sagen, alles außer dem Schlechter, wenn wir es bekommen. Zwungener Schutz durch einen Verbündeten brauchen wir eigentlich mit ihr gar nicht, weil wir freuen uns ja, dass sie geschlagen wird. Aber wir machen das hier, senken den Gifthochwiderstand von dem Donnerer. Ja. Und, okay, giften können wir ihn nicht, aber wir können durch, nee, wir können den hier enthüllen tatsächlich. Das ist gar nicht übel. Und dann würde ich sagen, machen wir uns hier. Leider müssen wir jetzt die Blutung machen. Genau. Und du könntest doch mal eigentlich schön ihn einfach direkt erschlagen. Sehr gut. Die rote Seuche hat Ulfgar bekommen. Da müssen wir uns gleich mal angucken, was das ist, bevor wir weitergehen. Ah, Kugel und Kette. Das ist nicht unbedingt der richtige Mann für sowas. Da müssen wir mit dem Heal dran. Ja, Ogimo leider in starker Todesgefahr im Moment.
Erbrechen. Dann können wir bezaubern. Sehr gut, wir nehmen den Gifthof. Fünfte Runde. Das heißt, irgendwann hast du auch ausgetrommelt. Ogimo zurück an der Schwelle des Todes, wo er sich wohlfühlt und auskennt. Weicht aus. Müssen wir uns wieder hochziehen. Sechser Crit, spektakulär. Und wieder kommt Kugel und Kette. Aber durch den Sechser Crit Hammer haben wir noch einen über nach der 5 Schaden. Es lohnt sich quasi nicht, das zu heilen hier, weil so geringe Mengen sind, dass so super im nächsten Treffer trotzdem wieder alles weg ist. Daher machen wir einfach mal weiter Schaden hier. 8 pro Runde leider noch nicht ganz fertig. Aber da können wir grundsätzlich mit der solchen Granate Abhilfe schaffen. So, jetzt sollte er fertig sein. Jawohl, 14 pro Runde, 10 hat er noch, ist er weg. Hi, 18er mit Blutung und oh, eine richtig dicke Blutung leider auch noch auf Kartep. Dann machen wir weiter. Achso, da kommen wir nicht dran, würde ich sagen. Gehen wir dann schlechter mit unserem Rüstungsdurchschlag. Genau, der macht einmal Pitch. Der kriegt 6 pro Runde, der ist noch eine ganze Weile dabei. Hat schon wieder ausgewichen, also bitte. Dann machen wir tatsächlich diese Mega-Blutung hier mal weg. Und versuchen es nochmal. Dritte Mal ausgewichen. Da erbrechen wir uns und kriegen den letzten Schaden. Und wieder an der Schwelle des Todes. Hold fast. Der Schnitt des Schlachters Gott sei Dank auf jemand anderen. Okay. Dann hauen wir hoffentlich den Schlechter. Ja, der ist kurz vorm Exitus. So, ich wollte gerade sagen, es wäre schön, wenn jetzt nicht ein Start mit einem Hit auf Ogimo käme, aber da haben wir tatsächlich auch einfach Glück. Dann heilen wir hier den Mann mal wieder von der Schwelle des Todes weg. Also das ist durch die Expertenmission, die haben es richtig in sich. Sechs pro Runde von 8. Zwei Schaden muss ich ihm noch machen, dann wäre er Geschichte. Ich würde sagen, wir nutzen tatsächlich die Zeit und heilen dann noch ein bisschen was. Haben wir eine Selbstheilung? Nee. Zu riskant. So, da sind 4 Urkunden. Das ist schön. So, dann, Leute, wer essen kann, soll essen. Ogimo, sehr gut. Karte, sehr gut. Lysatea, sehr gut. Du brauchst, glaube ich, noch nichts. So, hier ist ein Hindernis. Ich habe keine Schaufel mehr. Das heißt, ich werde dieses Hindernis nicht mitnehmen, sondern umdrehen und andersrum laufen. Nochmal. So, und hier sehe ich eine Einladung potenziell für den Wink. Kommt er? Probieren wir das mal. Ja, tatsächlich, ein Pförtner ist dabei. So, und der ist ja unser Priority Target. Also, hier kommen wir potenziell wieder in unserem... Da ist er tot! Sehr gut. In unseren Crimson Court rein. Sehr, sehr schön. Dann hat sich auf jeden Fall der Ausflug gelohnt heute. Reicht das schon? Das reicht schon. Sehr schön. Oh, Leute, das läuft aber nicht schlecht hier. Das schickt sich doch recht nett an, wie ich behaupten mag. Können wir gleich mal einen kleinen Heal wieder auf Kimo hauen oder zwei. Sagen wir einen. Kriegt er 7 hat er, ja, der ist tot. Ach, wie ärgerlich.
Ja, Kater als letzter noch dran. Ja, können wir nicht mehr viel machen, außer ihn einfach zu erschlagen. Naja. Aber eine Einladung, deswegen kommt es. Hervorragend. Steine, Präzision, Nahrung, Sinn, Antiquität, alles klar. Seit ich das mit den Einladungen gecheckt habe, geht es mir viel besser. Kritzeleien verzieren das Dingsbums hier. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Verhindern habe ich dauerhaft, okay. Aufbäumen. Was ist denn ein Aufbäumen? Das hier. 10% Schaden bei LP unter 50%. Naja, das ist nicht so ihr Ding. Wäre für andere Leute vielleicht interessant, für sie glaube ich wohl nicht. So, wir müssen 100% Raumkämpfe schaffen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall in den Raumkampf hier rein. Und müssen kurz volle entschärfen. 70, 60, 70. Ich würde sagen, Ugemo versucht sein Glück. Sehr gut. So. Wir gehen auch wieder auf die normale Gruppenreihenfolge. Achso, hier ist nichts, ich erinnere mich. Einfach nur Kampf ohne Schatz. Ach, das ist dankbar. Das ist ein bisschen Gewürm. Das kriegen wir hin. Irgendjemand mit Abwehr? Nein. Dann Kartep. Er schlagt doch einfach mal, wenn möglich. Das da hinten. Auch ätzende Dämpfer, na, leider noch nicht geholfen. Ich würde sagen, Ugimo müsste das schaffen. Oh, Krankheit, oh, schon wieder widersetzt. Ah, da wollte ich doch nachgeguckt haben. Das machen wir bei nächster Gelegenheit. So, hier. Die rote Seuche, was macht das? Blutung, der stand extrem niedrig. Maximal Lebenspunkte und der Crit. Oha, das ist aber... Das ist nicht schön. Hauen wir einfach hier vorne in beide rein. Solchen Granate davor. Beide gegiftet, sehr gut. Okay, also... Der Rohling ist auch tot. Er kriegt 6 Brunnen, das dauert noch ziemlich lange, bis er tot ist. Ah ne, sie muss eigentlich... Ne, das heilt das nicht, ne? Ey, das ist so lächerlich, das ist noch nicht mal heilt, der heilende Rauch. Das ist ja nur den Widerstand erhöht. Naja. Wir schmeißen jetzt eine Dämpfe hinten rein. Daneben. Great is the weapon that cuts on its own. So, du bist wieder dran. Das Schwein kriegt 6 Brunnen, hat leider noch genug. Das heißt, wir müssen das Schwein schon nochmal... Ja, das bleibt uns übrig. Jetzt ist es tot. Jetzt können wir uns mit den beiden Knabberwürmern auseinandersetzen noch. Ulfgar, wie wär's mit dir? Hättest du nicht Lust, einfach mal feste draufzuschlagen? Ah, leben beide noch, echt jetzt? Beide mit 2 Leben, okay. Ja, schicke ich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt tatsächlich mal so ein paar Heilmanöver an. Slowly, gently. This is how life. Aber du könntest tatsächlich noch irgendjemanden umbringen vorher. Du hast eine Heilmöglichkeit, die können wir tatsächlich auch machen. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Du heilst dich tatsächlich mal selber einmal. Irgendjemand wird dieses Ding ja wohl jetzt umbringen können. Tja, Säure. Hätten wir dann Gegengift für gehabt? Oh scheiße, wir hätten Gegengift gehabt. Tja. Manchmal. Egal. So, wir finden einen blutenden Anhänger für die Barbaren. Das ist ziemlich... uninteressant. Schnappen uns einfach mal alles hier. Und genau dieser Blutenanhänger bleibt jetzt auch über. Was können wir opfern, ist die Frage. Ich glaube, ich esse das gesamte Essen und baue darauf, dass wir nicht mehr hungrig werden, weil ich ansonsten diesen Dungeon nicht schaffe. So, wir nehmen das. Und sind hier durch. Die Kuriosität im nächsten Teil können wir uns mal eben schnell gönnen. Beute, ja, eine Menge Zeug, hervorragend.
sind wir hier wieder zurück. Dann gehen wir hier runter und dann mindestens das noch. Also zwei Kämpfe sind es auf jeden Fall noch und eventuell kommt da auch noch mehr dahinter. Ja, natürlich. Ey, das ist so albern, ne? Das folgt einfach überhaupt keinem sinnvollen Grund, wann man hier Hunger bekommt und wann nicht. Und die zwei haben wieder das Verlangen. Das ist, wir können auf jeden Fall mal mit denen saufen. Ja, dann. Auf in den Kampf, Toreros. Unbenutzte Fackel, können wir die da nehmen. Was auf dem Karren liegt? Nein, warum denn du? Nur verwesende Körper. Einfach Hunger, das ist so lächerlich für einen, den ich gerade so mit Essen vollgestopft habe, ne? Mein Leben für die blutrote Flüssigkeit, ja. Okimo wird langsam auf die Probe gestellt. Konzentriert, schön. Eine Rüstung ist kein Schutz gegen die Seuche. Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Ich sage, wir hauen mal auf den Kultisten-Champion drauf. Der hat zwar sehr viel Lebensenergie, aber dann ja irgendwann auch nicht mehr. Du bist ein Gott, du hast keine Lust, dich heilen zu lassen. Okay, schenke ich. Du bist kein Gott, das finde ich gut. No Gods, no Masters. Ja, werde Zeuge der Macht des Blutes. Oh, wei, der heilt sich ja so richtig hier. Sehr schön. Präziser Schnitt schon mal hier auf ihn. Widersetzt sich der Blutung und überlebt mit einem Lebenspunkt. Das war nicht unbedingt notwendig, dass das jetzt passiert. Ja, Blute für uns. Da freut sich einer. Die Blutegel, die werden nichts mehr zu saugen haben. Ja, das stimmt. Beide ausgewichen. Ey, Ulfgar, du musst echt mal an deiner Performance arbeiten. So kann ich eigentlich nicht mehr viel mit dir anfangen. Gimo, ein weiterer präziser Schnitt rafft hoffentlich den Clan hier weg, jawohl. Und dann haben wir noch heilenden Rauch. Ich denke, der wird auch. Ja, der wird ganz gut ankommen hier, denke ich. Dann durchbohren wir die Miliz auch daneben. Ja, so ist das. Manchmal hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Achtung, Deadjoke-Alarm. Ausgewichen. Also die Trefferquote ist ja miserabel geworden, hier Leute. Aber so richtig miserabel. Ich weiß nicht, ob ich mich noch weiter trauen kann, wenn ich ehrlich bin. Aha, da kriegen wir die Miliz kaputt. Aber warten wir erstmal auf das Ende des Kampfes auch. Wir machen heilenden Rauchstumpf mit ihr. Oh, Gimo ist dran. Alles willst du für irgendwas tun. Du schmeißt eine Seuchenbombe und kannst daher leider nicht die Blutung von Ulfgar heilen, okay? Du widerstehst offensichtlich dem Bewegungseffekt da hinten, jawohl. Du machst Ehrwürdigkeiten auf dich selber. Das ist der beste Heileffekt, den wir doch haben hier. du heilst Karte tatsächlich mal. Ah, ich fühle mich so lebendig. Das sprach er und krittete sie weg. Okay, das ist so der Plan gewesen. Wir haben eine Menge Zeug aufzusammeln. Wir haben zweimal Essen gefunden. Hallo, Karte. Und was müssen wir denn jetzt hier entsorgen? So, wir sind auf ziemlich hohem Lichtlevel. Ich würde sagen, die Fackeln brauchen wir nicht mehr. Wir müssen dringend dran denken, dass wir zwei Gegengifter haben. Oder sie wegschmeißen. Ich werde aber das Zitrin für 250 Gold, glaube ich, eher wegschmeißen, oder? Was sind das? Steine Präzision, okay. Ja, komm, ich mach das Zitrin weg. So, Leute, soll ich da jetzt reingehen? Es könnte der letzte Kampf sein. Es könnte aber auch ein Kampf sein, der uns zugrunde richtet. Aber wir wären hier nicht die Daredevils, die wir sind. Super, ein Schwein-Tower-Champion. Na, auf den habe ich mich doch gefreut. Das ist ja klasse. Haha, haha, ein Schweintower-Champion. Ja, was soll ich sagen. Die müssen wir direkt anfangen, sonst reitet er hier, glaube ich, einmal durch die Gruppe durch. Leider habe ich keinerlei Betäubungsmöglichkeiten. Eigentlich ist er auch relativ resistent gegen Betäuben. Wir verböllern ihm auf jeden Fall, was wir können. Oh, das ist gar nicht so viel. Er setzt sich, aber hat eine Resistenzabbau. Vision. Und
hacken und hacken. Wir haben ihn schon fast halb. Zermalmende irgendwas. Da hat er neben, Gott sei Dank. Zermalmende Rückhand, okay. Dann sind wir schon wieder dran. Ich glaube, heilen müssen wir nicht. Wir müssen den einfach umnieten hier, den Typen. Der hat einen besseren Widerstand gegen Gift auch als gegen Bluten. Also versuchen wir es mit Bluten. Schade, leider auch widersetzt. Solange sich das gleichmäßig verteilt, bin ich zufrieden, Leute. Wir müssen den Schaden machen. Wir können uns nicht erlauben, hier irgendwelche großen Heil-Actions zu machen. Und wir sehen, 7 pro Runde kriegt er, 6 hat er noch. Das war es mit ihm. Dann machen wir weiter hier hinten. Natürlich mit geringem Erfolg. Ah, ihr kommt nach vorne. Ihr kommt nach vorne, da will ich euch doch sehen. Ich glaube, ich heile mit ihr, das funktioniert zumindest. Und wir durchbohren den Trommler. Donnerer, Entschuldigung. Anfall, Ulfgar. Anfall war ganz schlecht. Anfall war ganz, ganz schlecht. War das hier Bluten noch einfacher? Auch bei allem tatsächlich. Oh. Wow, oder wir hauen einfach 17 Schaden mit dem Dolch raus. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, die hatte ich noch gar nicht in Betracht gezogen. So, ein Leben hat er noch. Wenn er nicht als erster dran ist, schaffen wir ihn. Ja, Gott, wir. Ey, wichtig ist so dumm zum Kacken. Entschuldigung, wenn ich das sag in der Härte, aber das ist ja wohl. Die paar Sachen, die sie macht, die macht sie noch verkehrt. Wir können nicht alles mitnehmen. Oh, hier sind Bandagen. Naja, die werden wir vermutlich nicht brauchen. Ich würde sagen, also leider gibt es noch offensichtlich noch einen Raumkampf. Ich schmeiße das Gegengift hier trotzdem weg. Ich werde die Bandagen hier auch wegschmeißen. Ich werde auf jeden Fall die Urkunden mitnehmen. Und die Frage ist, Jade, ja oder nein? 375 zu 750. Ich denke, die Jade ist etwas, was wir hier liegen lassen. Ach Gott, ja, da ist ja eh noch... Ja, wir lassen die auf jeden Fall liegen, weil die ist auch noch eine Truhe aufzumachen. Verborgenes Fach, bla bla. Was kriegen wir noch rein? Okay. Schmeiß auf jeden Fall den zweiten Schlüssel weg. Und dann haben wir, mein Gott, das waren viele Quests jetzt. Und wir haben hier definitiv mal, wenn wir hier durch den Dungeon kommen, haben wir auf jeden Fall die Urkunden zusammen, die wir brauchen. Was schmeißen wir weg? Ich würde sagen, ein Fläschchen Blut oder ein Smaragd. Ich gehe davon aus, dass ich kein weiteres Blut mehr finden werde. Das heißt, es geht wirklich um die eine Flasche. Wir haben Blut im Überschuss. Wir lassen das Blut liegen und trauen uns das mal. Ja. Hart angeschlagen geht es trotz alledem noch in den letzten Raum. Ich will das hier umsetzen. Die Antiquarin findet einen leeren Sack. Oh, das war gut hier. Aber ich fürchte, da brauchte man eine Fackel für, wenn ich recht entsinne. Aber was soll's. Wir klicken es einfach trotzdem an. Lysatea, du bist mein Versuchskandidat für sowas. Hier, schau mal. Verändern den Hillen dauerhaft. Plutomanie haben wir. Ersetzt was? Wissenschaftlich. Okay. Oh, leider noch ein Kampf im Flur mit Vampiren. Das ist natürlich kacke. Allerdings, schaut mal, hier ist einer mit einer Einladung. Den würde ich natürlich sehr, sehr gerne erwischen. Das heißt, allerdings ist da auch ein Ritter und auf den müssen wir echt aufpassen. Ja, sehr gut. Das war ein sehr, sehr schöner Crit zum Auftakt von Kartep, der... Hilft mir enorm. Also ich muss erst den Ritter umbringen, weil ich sonst Angst habe, dass ich den Kampf nicht überlebe. Lysatea ist verzweifelt. Ja, die bringt mich auch schon häufig zur Verzweiflung. Du lässt dich schützen von Ugimo. Das ist ja besonders nett. Es fließt durch deine Adern, okay. Dann machen wir die Seuchengranate. Das war gut. Beide getroffen. Er kann auf da hinten nicht arbeiten, also zack, er hier vorne einen von den beiden Dudes. 30% für Betäuben. Ne, oder? Prezi 95, das hat auch 95. Ich hack einfach auf beide, glaube ich. Oder ich heile mich mal, dann wird zumindest irgendjemand hier überleben. 6 pro Runde, das heißt, das ist das Letzte, was der Ritter tut. Aber gleichzeitig auch gar nicht gut. Oha. Tschüss, Ugimo. Ah, diese Eitelkeit, diese Arroganz. Ja, Ugimo geht von uns ein weiteres Mal.
Das können wir natürlich gar nicht gebrauchen, aber so ist es dann. Aber dafür kriegen wir den hier. Wir hatten ja eh einen Überschuss an guten Pestdoktoren. Wirbelnde Schwänze habe ich gerade gelesen, sieht sie mal aus. Okay. Heil dich auch mal, bevor du auch stirbst, weil dich nochmal hochzuleveln, habe ich so richtig keinen Bock. Da geht der Pförtner und damit kommt die Einladung zu uns. Wir sagen, ey, Todesstoß war jetzt wirklich auch. Aber auch eine Verkettung von wirklich unglücklichen Umständen. Du hast minus Geschick und minus Präzi. Okay, dann hauen wir auf den anderen. Also bisher hier ist auch noch ein Raumkampf. Das heißt, wir kommen trotz alledem nicht durch. Ne? Weil ohne Ogimo glaube ich nicht, dass wir in diesem Zustand hier einen Raumkampf machen gehen. So, da ist der dahin. Und da sind noch 5 Leben, die kriegen wir auch noch irgendwie weg. Kartipp, Schwelle des Todes, ich freue mich. Also bei den heilen Rauch kann man von da aus nicht machen, da brauche ich mir ja noch mehr. Es läuft hier wirklich wie geschmiert. Widersetzt sich allem, kriegt gerade mal den Schaden. Ja, wir müssen nach vorne. Sieht sehr schön. Nein, Kartepp hat keinen Bock, sich heilen zu lassen. Selbst wie sie ein Gott, ich verstehe. Wieder allem widersetzt. Es ist nicht zu glauben. Gott sei Dank nicht auf Kartepp. Du fühlst dich lebendig, ja. Dann schlag doch mal die Mücke tot in deiner Lebendigkeit. Wow, wir finden eine ganze Menge Zeug, wobei die ersten beiden Sachen hier sind die Ausrüstung von unserem Ogimo. Der hat übrigens nur Mist dabei sich, weil, na gut, der hat viel Gift auch Chance. Wir haben eine Einladung des Winkomtes, wir haben ein bisschen Geld, neuerliches Blut und noch eine seltene Antiquität. So, da wir jetzt gleich den Dungeon hier verlassen, machen wir die finale Sortierung. Alex, sind wir hier schon sehr, sehr optimiert. Da wäre Gold. Hier sind gewöhnliche Gegenstände. Um die Tausender im Wert. Ich denke, dass die fast das sind, wovon wir uns jetzt gleich trennen hier. Einladung des Winkomtes wollen wir sicherlich behalten. Hier ist noch gewöhnlich. Ich habe 3 gewöhnliche Gegenstände. Vielleicht schmeiße ich mal den hier weg. Ich glaube, ich habe hier einen Smaragd. Der kann auf jeden Fall weg. Dann der Onyx hier, den brauche ich nicht mitnehmen. Wappen will ich schon haben. Dann würde ich sagen, diese beiden Sachen, ja, will ich den Stein des Gifthochs wirklich, der ist eigentlich schlecht, den brauche ich nicht mitzunehmen. Das hier würde ich gerne mitnehmen, die vergifteten Kräuter. Hier Chance auf Blumen für die Bewahrung, aber so schlecht ist Chance auf Blumen da gar nicht. Der Ausweichstein, der ist richtig scheiße und den habe ich ja schon 1000 Mal gefunden. Weg damit. Und Blut lassen wir liegen, Stein des Gifthochs lassen wir liegen. Wobei, komm, ich schmeiß die Goldmützen weg und nehme den Stein auch noch mit. Dann bleibt es hierbei, dann würde ich sagen, verlassen wir auf jeden Fall den Dungeon, wir können hier nicht mehr weiterspielen. So schade es wirklich ist, unmittelbar wirklich vor dem Raum, wo der letzte Kampf ist, der mir 6 weitere Urkunden geben würde, aber das wäre absoluter Selbstmord und wir haben ja auch schon Ogimo auf dem Gewissen heute. Da wollen wir es nicht übertreiben mit mehr suizidären Aktionen. Ja, auf jeden Fall kriegen wir immerhin eine ganze Menge Geld raus durch die Teilnahme unserer Antiquare natürlich. Und wir bekommen gar nicht mal so wenig gesammelten Krams, insbesondere hier diese 12 Urkunden, die ja auf unserer Wunschliste relativ weit oben gestanden haben. Außerdem immerhin 40 Wappen und ein paar Porträts. Aber das tröstet mich nur begrenzt über den Tod des guten Ogimo hinweg. Seit langer Zeit, Ogimo war unser dritter Mann übrigens, ne? Wenn ich mich recht erinnere, wenn er noch nie gestorben ist, dann haben wir gestartet mit Desron und Lago und haben dann als dritten Helden den Ogimo dazu bekommen und als vierten die Margret. Und Ogimo ist der erste aus dieser traditionellen Vierertruppe, der jetzt leider vor uns gehen muss. Wir kriegen eine ganze Menge neues Zeug und wir sind vor allem voll bepackt mit schönen neuen Krankheiten. Ja, im Moment geht es nicht so richtig vorwärts.
muss ich ja mal wieder zugeben. So, okay, ich habe hier die Möglichkeit, einen kristallinen Fokus zu kaufen für 30. Was ist das? Kristall kaufen. Tief in die schimmernden Farben der Kometenfaktoren zu blicken, kann ein Gefühl des Friedens bringen. Ich bin mir nicht sicher, wofür das da ist, deswegen will ich jetzt hier nicht noch Splitter eintauschen, um es auszuprobieren. Schade, dass da nicht steht, wofür man es braucht. Oder ist das hier was? Was ist denn das? Kristall. Ne, das ist so ein Traumfragment oder sowas. Ne, ich glaube, Kristall braucht man ja nicht. Okay, eine Sache, bevor ich sie beim nächsten Mal vergesse. Ihr kennt das bei mir. Also, ich habe hier ein paar Krankheiten, die zu heilen sind. Dieser Anfall von Kamarov muss auf jeden Fall weg. Und Ulfgar muss definitiv ebenfalls, der muss von zwei Sachen geheilt werden. Wir fangen mit der roten Seuche an. Können wir hier? Ne, können wir natürlich nicht. Okay, den Rest machen wir morgen. Und ja, ich sag bis dahin und ciao, ciao.